Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Bamba Burger spielen. Das Spiel hatte ich euch schon gezeigt, Kahn hat es auch schon mal gespielt. Und das letzte Mal haben wir einen richtig coolen Piratenburger gemacht. Ich bin mal gespannt, was heute für Zutaten da zur Verfügung stehen, woraus wir was richtig Tolles zaubern können. Geeignet ist das Spiel für Kinder ab 0 Jahren und erhältlich für iOS und Android. Und dann mal hinein in den Burgerladen. Unser Burgermenü, das besteht aus drei Zutaten. Wir haben hier natürlich den Burger, dann die Pommes und auch noch ein Getränk. Angefangen bei dem Hamburger. Oder mal sehen, was wir daraus noch hier kredenzen. Das sieht ja auch eklig aus. So ein verrotteter Zombie-Burger in Grün mit irgendwelchen Würmern und ich glaube, da ist auch noch eine Kakerlake drauf. Es hat übrigens jemand in die Kommentare geschrieben, dass das Burgerbrötchen, was ich verwendet habe im letzten Video, gar kein Brötchen war, sondern eine Kartoffel. Ich meine, das war dieses hier zwischen dem Cupcake und dem Wackelpudding. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ob das eine Kartoffel war oder auch ein Brötchen. Oh, hier haben wir was richtig Abgefahrenes. Soll das hier der Mond sein? Und das hier ist wahrscheinlich ein Astronautenhelm. Den nehme ich jetzt mal. Ich werde jetzt einen Astronautenburger machen. So, einmal aufschneiden. Dann kommt das Fleisch in die Pfanne. Das können wir jetzt wenden. Und schon ist es fertig. Was machen wir denn mal auf unseren Astronautenburger drauf? Ich gucke mir mal alle Zutaten an. Oh, eine grüne Frikadelle. Das sieht ja auch witzig aus. Oder vielleicht sogar Toilettenpapier. Gar nicht so einfach. Die Auswahl ist einfach zu groß. Oh, jetzt geht es auf einmal nicht mehr weiter. Fische haben wir hier noch, Bananen, irgendeine Schneckensoße, nicht so mein Fall, aber das sind natürlich auch hier Fantasieburger. Spaghetti, Würstchen, gibt es denn irgendwas, was so ein bisschen nach Raumfahrt aussieht. Oh, das sieht ja echt abgefahren aus. Und das sind Laserkanonen. Das tue ich auf jeden Fall drauf. Und hier ist noch so ein Satellit. Soll ich den auch drauf tun? Den tue ich auch drauf. Das war es auch schon hier. Ende der Liste. Wir gehen wieder nach oben. Ich finde, da sollten auch noch ein paar süße Zuckerstreuße drauf. Und dieses grüne Zeug hier, Schleim oder sowas. Und dann darf natürlich das Fleisch nicht fehlen. Dann machen wir noch ein bisschen Bacon drauf. Das hier, ich glaube, das ist ein Tablet. Und dann würde ich sagen, vielleicht noch eine Soße. Ich glaube, das hier, oh, das ist eine Zwiebel. Nee, Wasabi oder sowas ist das vielleicht. Ne? Aber Wasabi ist doch eigentlich grün. Dann noch ein bisschen was Blaues. Und dann
machen wir den Burger zu. So sieht er jetzt aus, wirklich total abgefahren. Zu trinken gibt es dieses grüne Zeug hier. So. Und jetzt können wir noch die Pommes aussuchen. Dann nehmen wir mal diese Gitterpommes hier. Die müssen wir jetzt erstmal schneiden und frittieren, alle einzeln. Und ab in die Packung. Jetzt müssen wir einen Preis eingeben. Ich sag mal, das kostet so 8 Euro. Ich nehme einfach das ganze Geld. Ich glaube, das waren sogar mehr als 8. Zack, jetzt gibt es noch einen Kassenzettel, einen Beleg. Und jetzt können wir unseren Astronautenburger verdrücken. Ich mache noch mal eben schnell ein Foto für die Ewigkeit. Und jetzt sage ich mal guten Appetit. Ein bisschen was trinken, noch ein paar Pommes. Oh, das war glaube ich eine Überraschung. Eine kleine Sonnenblume ist das. Die kann man nicht essen, schade. Noch einen großen Hieb von dem Getränk. Meine Pommes sind schon leer. Und mein Burger, bis auf ein paar Krümel auch. Und jetzt können wir einen weiteren Burger machen. Mal schauen, was wir hier noch haben. Vielleicht eher dann doch was Klassisches. Oder mal was Süßes. Das sieht ein bisschen aus wie ein Pokéball, ist aber Sushi. Ich kann mich gerade gar nicht entscheiden. Den Astronautenburger fand ich schon ziemlich cool. Vielleicht mache ich mir einfach dann noch ein bisschen mehr Gedanken drüber. Und den nächsten Burger von Bamba Burger bzw. Nina Burger, den seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingsburger ist. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Ciao!